Ihr Lieben, in Zusammenarbeit mit Ultenic möchte ich euch heute den AFG01 Airfryer mit Grillfunktion zeigen. Airfryer kennt ja jeder, aber das Gerät hat etwas Besonderes, nämlich eine Grillfunktion. Ihr könnt damit nicht nur Pommes machen, sondern grillen, backen, ihr könnt Steak machen und rösten. Ich werde euch alles nochmal ausführlich zeigen. Ich zeige euch einmal, wie das Gerät aufgeht. Es ist nicht so wie üblich mit einem Korb, den man rausziehen kann, sondern die Klappe geht nach oben und dann habt ihr hier einen großen Pommeskorb. Dann gibt es so eine Grillplatte, der ist richtig schwer. Damit könnt ihr dann Schaschlik machen oder Steak grillen. Hier zeige ich euch mal ein paar Funktionen. Das Gerät habe ich jetzt angeschlossen und dann könnt ihr die Programme hier auswählen. Es gibt einmal den Airfryer, der ist auf 200 Grad vorprogrammiert. Den könnt ihr aber auch runter oder hoch. Also ihr könnt die Gradzahl ändern. Auch die Minuten könnt ihr hier hoch oder runter ändern. Dann gibt es Röstprogramm. Da könnt ihr bestimmt Auflauf machen. Es gibt ja diesen Form, also das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Den Pommeskorb, dann habt ihr hier noch einen Korb. Also da könnt ihr dann auch Auflauf machen. Und wenn ihr grillt, dann gebt ihr einfach die Grillplatte hinein. Dann läuft das alles nach unten, sodass das Gerät nicht schmutzig wird. Ich möchte euch nicht zeigen, wie man Pommes in diesem Airfryer macht. Das macht ja jedes Airfryer. Heute mache ich richtig leckeres Gemüsegericht mit Hähnchen. Ich habe dafür Kartoffeln, Paprika, Zwiebeln und Peperoni klein geschnitten. Dann brauchen wir passierte Tomaten, Salz, Pfeffer, ein bisschen Chilipulver, ein Teelöffel Zucker, Öl und ein bisschen Wasser. Ich habe Hähnchenkeule genommen, die waren bei mir im Tiefkühlfach, sind noch nicht ganz aufgetaucht. Diese habe ich klein geschnitten, ein bisschen von der passierten Tomaten darüber gegeben. Das Gemüse habe ich in diesen Korb hineingegeben und die Zwiebeln klein geschnitten. Dann kommt passierte Tomaten darüber. Ich habe dann noch ein bisschen Porree klein geschnitten. Das ist alles optional. Und wie gesagt, der Rest kommt dann einfach über das Gemüse und die Hähnchenschenkel, die ich klein geschnitten habe, habe ich darüber gegeben. Dann habe ich das so ungefähr 25 Minuten gekocht. Das war richtig, richtig lecker. Anschließend habe ich dann ein bisschen Sahne hineingegeben. Das ist natürlich auch optional. Also ich sage euch mal, wie das läuft. Und zwar könnt ihr eine Funktion auswählen und dann, es gibt auch Steak-Funktion, Pommes-Funktion. Das ist auf 200 Grad eingestellt, auf 18 Minuten. Und das könnt ihr beliebig ändern. Dann einfach auf Start drücken, dann wird das vorgeheizt. Das seht ihr auch gleich jetzt. So, jetzt wird das vorgeheizt. Das dauert so ungefähr 3 bis 4 Minuten. Dann geht das weiter. So, ihr seht, dass das vorgeheizt ist. Und jetzt kann ich das starten. Ich drücke einfach auf Start und dann geht das weiter. Also 18 Minuten sind eingestellt. Und dann könnt ihr die Zeit natürlich auch hier ändern. Dann habt ihr hier eine Backfunktion. Das ist auf 175 Grad voreingestellt. Könnt ihr auch hoch bis, ich guck mal, bis 220 Grad könnt ihr backen und dann geht das runter bis 120 Grad, glaube ich. Genau, bis 120 Grad. Die Minuten könnt ihr dann auch einstellen. Das ist auf 30 Minuten eingestellt. Dann könnt ihr das hoch oder runter. Jetzt will ich mal gucken, wie viel Grad Erbräu hat. Das ist Grillfunktion und dann könnt ihr Ergrill auswählen. Und dann habt ihr 240 Grad. Ihr könnt die Stufe natürlich auch hier ändern. Dann habt ihr bis 265 Grad, das ist auch das Besondere an diesem Gerät. Alle anderen Geräte gehen, glaube ich, bis 220 Grad hoch. Und hier könnt ihr bis 265 Grad grillen.
Dann habe ich Schaschlik gemacht. Ich habe das auf Steakprogramm gemacht. Ihr könnt auch den Airgrill nehmen. Auf 12 Minuten ist das eingestellt. Ich habe nach 6 Minuten meine Hähnchenschaschlik einmal umgedreht und zwischendurch geguckt, weil ich das das erste Mal gemacht habe. Ich wollte nicht, dass es verbrennt. Das war auf 12 Minuten eingestellt, aber 10 Minuten haben völlig ausgereicht. Ihr müsst einfach mal gucken, wie ihr das haben möchtet. Und dann könnt ihr das auch selber einstellen. So, nach 6 Minuten habe ich die umgedreht. Ich habe dann 4 Minuten ausgelassen. Das heißt, also ich war dann 4 Minuten früher fertig. Und dann habe ich das in dem Gerät gelassen, weil das ist noch heiß. Das muss auskühlen. So waren meine Schaschlik noch in dem Gerät heiß, bis wir gegessen haben. Das war richtig, richtig lecker, saftig, kann ich euch 100% empfehlen. Ich werde euch den Link für den Airfryer nochmal in die Infobox hinzufügen, falls ihr den bestellen möchtet. Wie gesagt, also ich bin sehr zufrieden damit, kann es auch mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen. So, das war es dann heute auch von mir, meine Lieben. Wir sehen uns dann mit einem neuen Video wieder und sage Tschüss!